Hey Leute, Crimex hier. Was geht ab mit Paul Berger? Wir werden heute auf YouTube Shorts reagieren, aber nicht auf irgendwelche, sondern auf Paul Berger Limo Shorts. Ich habe bei YouTube Paul Berger Limo gesucht und wir werden jetzt mal alle Shorts anschauen. Ich bin echt gespannt, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go. Das erste Short hier von Pyrovision. Überlebt ein Crimex Paul Berger Limo Böller. Will der jetzt hier meine Limo in die Luft jagen oder was, Junge? Okay, wir gehen rein. Wie viele Böller wir gehen rein. Crimex seine Paul Berger Limo. Okay, let's go. Also ich sag mal so, einen China-Böller D, einen Super Alter, ein D-Böller? Also ich sag mal so, unsere Limo-Dosen sind eigentlich schon recht stabil. Ich habe noch nie Beschwerden darüber gehört, aber so ein D-Böller ist schon Böller 2. Krass. Einen kubischen Kanonenschlag übersteckt. Die Dose ist ja nicht mal umgekippt. Alter, Mann. Die Dose ist nicht mal umgekippt. Paul Berger Qualität. Ah. Boom, Digga. Das war schon gar kein Problem. Fall. Gar kein Problem für die Paul Berger, hier auch so eine kleine Beule. Weiter geht's mit dem kubischen Kanonenschlag. Oh, okay, Kanonenschlag. Also ich sag mal so, da ist ja auch Spannung auf der Dose und so. Also, ob wir den Kanonenschlag überleben, ich weiß es nicht. Kanonenschlag ist schon brutal, Leute. Oh. Hä? Hat die überlebt? Hat die überlebt? Oha, die Dose ist gefühlt kugelsicher. Was? Paul Berger Qualität. Stärkeren Böllern so Leute, da werden wir jetzt erstmal schön ein Like da lassen. Paul Berger Qualität. Ich sag mal so, hier Pyrovision, wenn du das siehst, nächstes Mal will ich das hier noch mit mehr Böllern sehen. Ja, ich will, dass du Paul Berger herausforderst. Nächstes Mal machst du 2 von den Kanonenschlägen oder so. So. Jo Leute, was geht? Aber passt natürlich auf mit Böllern, ne? Muss man gut aufpassen. Ich bin auf der Suche. Oh, okay, da müssen wir mit der Musik aufpassen. Da ist Copyright-Musik im Hintergrund. Bewerten Paul Berger Limo von 1 bis 10. Okay, Paul Berger Limo von 1 bis 10 bewerten. Okay, okay, er geht in den Supermarkt. Er geht in den Supermarkt, Leute. Oh, da gibt's Pfirsich und Bubblegum. Oh, die haben alle Bubblegum geholt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Leute. Bewertung von 1 bis 10. Okay, die machen es auf, die machen es auf. Alle schön Paul Berger zusammen. Let's go. Ich muss hier, wie gesagt, nur mit der Musik im Hintergrund aufpassen. Leute, es lohnt sich auf jeden Fall zu holen. 1,49. Holt es euch bei Edeka. Ja, Mann! 1,49 bei Edeka. Schmeckt einfach geil. Holt es euch. Ehrenmann, Ehrenmann. Super. Hab Paul Berger Limo gefunden in Müller. Okay, bei Müller gibt es auch teilweise Paul Berger Limo. Auch hier wieder mit Musik drunter, ey, Leute. Da muss ich mal die Musik ausmachen hier. Aber okay, ich hoffe, es schmeckt. Hab Paul Berger Limo gefunden. Sehr gut. Oh, was ist das? 10 von 10. Dann probieren wir das Ganze mal. Der gute alte Rivas. Lange nicht mehr gesehen von dem Paul Berger. Guck mal, ich will dich nicht haten. Ich will es wirklich nicht tun. Aber wenn du mir jetzt keine andere Möglichkeit lässt, dann ist es so. Das muss ein Fehler in der Matrix sein. Bruder, er hat es ehrlich geschafft. I cry next, das muss ich dir echt lassen. Du hast es geschafft. Er wird's jetzt wieder so zerstört. Echt schlechte Paul Berger Limo. Oder I cry next. Schade, Bro. Schade, dein Verhalten, Bro. So. Was ist das? Was hat das mit Paul Berger zu tun? Vielleicht, weil ein Edeka im Hintergrund ist. Das ging gewaltig schief. Scheiße! Deckung! Scheiße, ich bin hochgegangen. So. Was hat das mit Paul Berger Limo zu tun? Warum kommt das, wenn ich Paul Berger Limo suche? Yo, Leute, was geht ab? Wir haben hier Paul Berger Limo gefunden. Nice. Schön im Kühlregal. Und wir haben in, glaube ich, 500 Geschäften gesucht, dass wir es finden. Party! Woo! Paul Berger! Er hat's gefunden. Leute, ich zeige euch jetzt hier mal meine neue. Da bin ja ich, Leute. Paul Berger Limo trinken. Leute, man muss ja. Ey, wer hat das neu hochgeladen? iCravix FP. Einfach nur die Dosen reinstellen, aufmachen. Okay, komm, wir reagieren auf mein eigenes Shot jetzt, mal. Leute, ey, Leute, ich komme da teilweise echt auf Ideen, ey. Zieh mir den Helm einfach auf und dann können wir zocken und dabei Paul Berger Limo trinken. Spoiler, es hat nicht so gut funktioniert. Oh, Leute, meine Erfindung. Mal gucken, ob sie funktioniert. Wir zocken jetzt und trinken dabei. Leute, gar kein Problem. Ich kann einfach jetzt Minecraft zocken. Lass jetzt ein Like und ein Abo da. Leute, ich alles daneben. Den Powerberger Limo. Oh. Den Pfirsichgeschmack, so geil. Ich teste ihn jetzt. Der Bro ist motiviert. Das ist ja mal mega geil. Eine 10 von 10. Das Design mit Mathe ist am Mann. Mega geil, Mann. Ja, Mann. Der Bro. Ich trinke den.
Geht's ihm gut? Geht's ihm gut? Aber irgendwie nice, irgendwie lustig. Er hat's auf jeden Fall gefühlt. Freunde, ich probiere heute die Paulberger Limo und hier habe ich sie, hier Pfirsich. Und Macher. Ich habe die vorher noch nie probiert. Das neue Design sogar. Spät, kann auch gar nicht so alt sein, das Video. Gar nicht, ne? Ja. Jetzt machen wir hier mal besser später als nie, Junge. Und ich bin echt gespannt, wie die schmeckt. So. Okay. Das schmeckt echt gut. Bin ich ehrlich. Freunde, ich probiere. Macher, Inside, liebe Grüße. Und hier. Schicken. Warte mal, wir kommentieren da mal noch. So. Danke für dein Feedback. LG Max. So. Die haben ja ganz neu die Paulberger Limo im Sortiment. Ah, der Kiosk. Das ist der Kiosk von Aaron. Also Aaron hat mir auch gesagt, läuft gut bei ihm die Paulberger Limo. Hat er mir auf Insta erzählt. Noch gar nicht probiert, deswegen. Also gerne, wenn ihr aus Berlin kommt, hier bei der Kiosk von Aaron, gibt's Paulberger Limo, ihr wisst Bescheid. Machen wir das jetzt mal zusammen. Ich teste die und am Ende sage ich euch, welcher mein Favorit ist. Okay, ich bin wir gespannt. Fangen an mit ich bin Bubblegum. Gespannt. Also das Ding ist Bubblegum, entweder man liebt oder man hasst. Oh es ja, gibt, es riecht nach Kaugummi. Es gibt Supporter oder nicht Supporter. Es kommt drauf an, ob man das mag. Okay. Okay. Und? Okay, es hat. Okay, ist. Ja, okay, ist so. Nothing special. Ich glaube, er ist eher so ein Peach-Fan. Ich finde tatsächlich beide lecker. Die sind beide nicht so süß, wie man vielleicht denkt, was mir sehr gut gefällt. Ja. Ich finde den Peach, glaube ich, ein kleines bisschen besser. Aber der Bubblegum ist auch sehr, sehr lecker. Also hätte ich nicht gedacht. Ehre. Eigentlich mag ich so Bubblegum-Sachen nicht, aber sind beide sehr. Cool. Er hat das Produkt verstanden. Wir wollen ja auch nicht so süß sein, sondern was. Schön, gesundes, auch für jüngere Zuschauer. Sehr gut, cool. Die Paulberger Limo von einem YouTube-Star in ein Kühlregal. Geil. Das kannte ich auch schon. Habe ich auch schon Like drauf gegeben, Leute. Haha, klingt besser als das Original, habe ich da kommentiert. Cooler Typ. Geiles Video. Fortnite, GTA, okay, Bubblegum findet er 7 von 10. Peach findet er 10 von 10. Ehre. Kuss, Macher. Okay, was haben wir hier? Okay, nochmal Peach und Bubblegum. Es gibt auch, glaube ich, echt immer noch viele, die noch nicht Zitrone probiert haben, Leute. Ah, so, weiter geht's. Oh, Zitrone. Hier müssen wir auch leider wieder Musik ausmachen. Paulberger Limo. Alle feiern's, nice. Also Zitrone, ich sag ehrlich, ich glaube mittlerweile Zitrone ist von vielen auch der Liebling. Also Zitrone kam ultra krass bei den meisten an, Leute. Trinke ich auch super gern. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt im Sommer so viel Zitrone getrunken, dass ich jetzt in letzter Zeit sogar wieder mehr so Bubblegum und Pfirsich getrunken habe. Man muss immer so ein bisschen so durchwechseln. Aber Zitrone kam auf jeden Fall crazy an. Yeah, Paulberger Limo-Song. Deine Schule ist vorbei und der Tag war hart. Yeah. Er gibt Daumen hoch. Ey Leute, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ein lustiger Fun Fact. Warte mal, weil ich das hier gerade sehe. Und zwar hier unten auf der Dose. Da steht ja immer das Abfülldatum und das Haltbarkeitsdatum. So, das ist bei jeder Dose so. Und wir haben schon manchmal E-Mails bekommen, dass Leute sich beschwert haben, dass sie eine abgelaufene Dose gekauft haben. Aber, Leute, guck mal. Ich erkläre das jetzt hier mal für euch. Das ist bei jedem Getränk, bei jedem Dosengetränk so. Es steht immer einmal oben das Abfülldatum und darunter ist das Haltbarkeitsdatum. Und die gute Dame, die uns da eine E-Mail geschrieben hat, die hat nur das Datum hier oben gelesen. In dem Fall wäre das jetzt hier der 5. Juli 2024 und hat sich dann gedacht, das ist ja schon abgelaufen. So, aber die wurde halt einfach gerade erst frisch abgefüllt. Und darunter ist dann das Datum, wie lange es hält. Bis zum 30. Juni 2025, also bis nächstes Jahr. Ja, also... Nur mal als kleiner Fun-Fact, Leute. Ja, Leute, heute probieren wir die Paulberger Limo. Paulberger! Ich habe die noch nie probiert. Ich probiere die heute zum ersten Mal. Ich bin so aufgeregt. Ich bin gespannt, Die hat die übergesucht. Die haben wir gefühlt nirgendwo gefunden. Und let's go. Ich finde das so krass. Wir produzieren mittlerweile so viele Dosen, Leute. Also wirklich millionenfach haben wir schon jetzt Dosen dieses Jahr produziert. Und es ist trotzdem, höre ich immer noch Leute, die einfach bei sich in der Nähe noch keine Paulberger Limo haben. Aber... Wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Riecht schon mal geil? Macher. Okay, 2 zu 1. Macher. Ja, was war eigentlich schon geil. Oh, erstmal hat er aber erstmal so ein bisschen so eklig. Er hat so ein bisschen eklig geguckt so. So, ah. Ist okay. Ist okay. Also es soll ja ein gesundes Getränk sein, deswegen mag das nicht jeder. Aber geil.
Ist okay. Nochmal einkaufen, haben doch dann noch die hier gekauft. Die Lemon als die Peach, die probiere ich irgendwann mal anders. Ey, ihm wird Lemon Safe besser schmecken. Ja. Ihm wird Lemon Safe besser schmecken. Also der größte Kritikpunkt ist halt echt bei Bubblegum, dass Leute so sagen, so, boah, ist mir nicht süß genug. Aber wie gesagt, wir wollen halt auch gar nicht so süß sein, weil es soll halt irgendwo noch relativ gesund sein. Ja, deswegen. Ein bisschen hat es nicht so viel Geschmack, aber... Ich bin gespannt. Ich wette, er feiert es mehr. Schmeckt ganz leicht nach Zitrone, aber viel Geschmack hat es irgendwie nicht. Oh. Weil es halt ein gesundes Getränk ist. Es hat nicht viel Zucker drin. Ist okay. Er hat's verstanden. Es ist okay. Leute, man kann nicht jeden abholen, aber ist okay. Danke trotzdem für dein Feedback. Und ja, wie gesagt, uns geht's halt einfach... Wir haben halt entweder... Wenn wir das Getränk halt süßer machen wollen, dann müssen wir entweder Zucker erhöhen oder wir müssen mit Süßstoffen arbeiten. Und wir wollen keine Süßstoffe haben, weil es einfach nicht gut ist, nicht gesund ist. Und wir wollen auch nicht viel Zucker haben, weil es auch nicht gesund ist. Und deswegen, ja. Das ist das Ding. Die Paul Berger Limo von einem YouTube-Star in ein Kühlregal. High Quality aufgenommen, das Video. Geil. Von einem YouTube-Star in ein Kühlregal. A, B, C, D und E. Oh, Peach 8 von 10. Peach 8 von 10 und Bubblegum, morgen kommt Kaugummi-Geschmack. Okay, morgen kommt der Kaugummi. Aber Peach 8 von 10 kann ich mit leben. Kann ich mit leben, 8 von 10, ist gutes Ding. Nice Short, Kuss, Kuss, Kuss. Oh. Wir probieren heute die Paul Berger Limo von iCrimex. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Bubblegum. Und jetzt müssen wir noch Peach probieren. Ja, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich finde beide Sorten richtig gut. Und da gehen auch die Sorten an iCrimex. Ich finde es richtig cool, dass du so ein geiles Erfrischungsgetränk gemacht hast. Ich danke dir. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von der Paul Berger Limo haltet. Oh, Paul Berger, hier auch nochmal eine Pfirsich. Sogar die neue, das mit dem neuen Design. Ich muss auch sagen, das neue, so orangere Design ist auch echt cooler als das alte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Findet ihr das alte besser oder das neue? Ich finde das neue, das knallt halt mehr. So oranger. Berger Limo von iCrimex. Yeah. Im Geschmack Lemon. Ich bin gespannt. Cooles NFL. Ich feiere so NFL-Shirts. Ich habe mir auch schon mal überlegt, so ein NFL-Shirt zu holen. Das ist ja jetzt schon Football. Länger draußen. Sekunden. Aber ich habe es einfach nirgendwo gefunden. Deswegen schwer. Erst jetzt. Schwer zu finden. Riecht nach Zitrone. Mhm. Ist mit Sparkling, also mit Sprudel. Da, was ich nochmal ganz kurz sagen muss, extrem oft kritisieren Leute, dass das mit Sprudel ist. Ich kann das ja gar nicht verstehen, weil ich finde so ein Getränke so ohne Sprudel, so Süßgetränke ohne Sprudel, finde ich so voll eklig. Das ist mir so, das kann ich gar nicht. Also ich finde so, dieses Sprudel macht es ja irgendwie so erfrischend. Wisst ihr, wie ich meine? Aber Geschmackssache. Oh, oh, oh. Leute, sie ist eine Haterin. Sie ist eine Haterin. Oh, also das schmeckt mir jetzt nicht so. Nein. Nein. Es hat so ein ganz komisch... Es schmeckt nicht mal direkt nach Zitrone, sondern so ganz leicht. Das ist wahrscheinlich, weil es kalorienarm ist. Aber für mich eine 3 von 10 ist nicht so mein Fall. Bis zum nächsten Mal. 3 von 10. Oh, oh mein Herz, Leute. Oh, oh, da gerade reingerammt. Oh, oh. Nein, Spaß. Alles gut, aber ja. Also Geschmackssache. Was soll ich sagen, Leute? Es ist Geschmackssache. Aber trotzdem. Das Ding ist, man kann ja nie was machen, was jedem schmeckt. Trotzdem danke für dein Feedback. Ist vorbei und der Tag war hart, deshalb schnell in den Laden an ein Kühlregal. Wir springen aus dem Bus und beste Tag. Komm, wir fliegen erstmal Pleasant Park. Ey, den Adventskalender hat er auch. iCrimex, Paul Berger und Adventskalender. Crazy, crazy, crazy. Dieses Jahr wird es natürlich auch wieder einen Adventskalender geben. Das ist schon wieder ein Short von mir. Ey, ich war wirklich immer, also meine Shorts sind echt... Manche bei meinen Shorts, ich mache die ja extra so übertrieben doof. Manche schreiben dann da so in die Kommentare, oh, ich vermisse den alten iCrimex. Aber Leute, ich mache das ja so extra so ein bisschen übertreter. Ne? Also nicht falsch verstehen. 100 Liter drin, Leute, let's go! Es funktioniert, Leute, jetzt liken und abonnieren! Ich habe eure Kommentare gelesen und wir werden jetzt zusammen Paul Berger Limo gefriertrocknen. Insgesamt gibt's... Gefriertrocknen? Hä?
Was heißt gefriertrocknen? Drei verschiedene Sorten. Es gibt die Sorte Peach, die Sorte Lemon und die Sorte Bubblegum. Und natürlich werden wir alle drei Sorten gefriertrocknen. Was heißt gefriertrocknen? Wir starten mit der Sorte Peach. Ich habe es auch direkt probiert und es war wirklich mega erfrischend. Hätte aber intensiver schmecken dürfen. Weiter geht's mit der Sorte Lemon. Die habe ich natürlich auch probiert und da muss ich sagen, die hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Und zum Schluss kommt noch die Sorte Bubblegum. Und können wir mal kurz darüber reden, wie unfassbar schön diese Farbe aussieht? Nachdem ich alle Sorten probiert habe, muss ich sagen, ist Lemon mein absoluter Favorit. Natürlich habe ich auch an euch gedacht und nochmal drei Dosen bestellt. Schreibt mir also jetzt irgendeinen Kommentar Ehre. Und ich suche mir jemanden von euch aus, dem ich die Dosen zusende. Olli, jetzt korrekte. Ist aber Schluss mit Reden. Für die Paulberger Limo geht's jetzt in den Gefriertrockner und dann sehen wir uns in 24 Stunden wieder für das Ergebnis. Jetzt will ich aber das Ergebnis sehen. Jetzt will ich hier aber das Ergebnis sehen, Leute. Okay, Leute, jetzt kommen wir zu dem Ergebnis von der gefriertrockneten Paulberger Limo. Ergebnis von der gefriergetrockneten Paulberger Limo. Wie man sehen kann, ist von der Limo gar nicht mehr so viel übrig geblieben. Und was der Rest, was noch übrig geblieben ist, war wirklich richtig, richtig crunchy. Ich glaube, so würde es auch aussehen, wenn man Sirup gefriertrocknet. Das sind eigentlich nur noch Farbe und Süßstoffe, die hier übrig sind. Ich muss den... Falsch! Wir haben keinen Süßstoff in der Limo. Natürlich direkt probieren und ich muss sagen, dass mir Peach davor nicht so gut gefallen hat, aber hier schon. Echt? Das ist einfach kein Vergleich zu Oha. Davor. Danach habe ich die Sorte Lemon probiert. Die war wirklich richtig, richtig sauer und die Sorte Lemon war auch meine Lieblingssorte. Aber so hat sie mir leider gar nicht geschmeckt. Krass. Und zum Schluss kommt noch die Sorte Bubblegum. Die hat mich an irgendwas erinnert, aber ich weiß nicht an was. Und geschmacklich war es jetzt auch nicht ganz so mein Fall. Mein Favorit nach dem Gefriertrocknen ist definitiv Pfirsich. Aber trotzdem. Alter, Lia, ey, ich schick mir mal sowas zu. Ich will das auch mal testen. Bin ich mit dem Ergebnis nicht ganz so zufrieden. Schade. Und das Experiment war leider ein Fail. Man soll's doch besser trinken. Ey, war cool. Habt ihr schon mal gefriergetrocknete Süßigkeiten probiert? Mich würde echt mal interessieren, wo ist da der Unterschied? Was macht das? Leute, wir testen heute die Peach von Paul Verallemo. Yeah! Moin Leute, ab geht's. Sehr schöne Dose, sehr schönes. Ist noch das alte Design? Design. Schöner Style. Drei. Design. 3, 1, 0. Okay, ich bin gespannt, was sie sagen. Ich bin gespannt, was sie sagen werden. Unglaublich lecker. Ach, geil. Geil. Was war besser? Das hier oder Peach? Peach. Ich sag Bubblegum. Crazy. Ich fand's bubbeliger. Bubbeliger. Geil. Ja, nice. Kuss. Es wird ein Freibad besucht. Zu einem Magic Moment. Zu fresh und zu cool und schon leer. Die Dose gibt mir mehr davon. Will als mehr davon. Und der Track ist so viel mehr als nur ein Werbesong. Die Zeit. Nicht eins, nein, zwei. Geschmäcker wie nice. Kaugummi 4, 6, sind startbereit. Komm, probier die Paulberger Limo. Eiskalt und frisch. Hör, wie nice es sich. Zu einem kurzen und neuen Video von mir. Also, ich war heute mal in einem Supermarkt und habe mir mal was Neues gekauft. Und zwar eine Paulberger Limo mit Pfirsichgeschmack. Macher! Dies ist von dem Kanal iCryMax, was ich schon seit 3 Tagen auf YouTube anschaue. Was ich schon seit 3 Tagen? Die Paulberger Limo sozusagen schon ein paar Mal in der Werbung also drin vorkam. Und da habe ich mir mal gedacht, gut, dann probiere ich das jetzt mal aus und wir tun das jetzt mal öffnen. Warum hat er das so gesagt, dass er mich schon 3 Tage schaut, als wäre das so voll lang? Und probieren mal, wie das schmeckt. Hat gerade geschwabbert, aber... Cheers, Junge! Lass dir schmecken! Boah, die schmeckt, Leute, die schmeckt gut. Macher! Ich kann dir nur empfehlen, Kuss. Dass er die auch mal probiert. Könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben darüber. Und Ehrenmann! Findet ihr den Fehler? Yeah, Paulberger Limo wurde heute wieder geliefert. Findet ihr den Fehler? Wo ist der Fehler, Leute? Dass sie leer sind? Ich finde den Fehler nicht. Wo ist der Fehler? Findet ihr einen Fehler da dran? Der Fehler ist, dass die Dosen leer sind. Ich war live dabei, wie die Paulberger Limo veröffentlicht wurde. Also zuerst gab es einen Error, weil keine Ahnung, vielleicht ist die Seite... Ey, das ist jetzt mal interessant auch zu sehen. Ich war ja beim Release natürlich auch dabei, aber halt nicht als Kunde, wie das aussah dann. Da muss ich neu reingehen und dann war schon Zitrone. Ach, das war zum Zitronen-Release war das. Nice. Stark. Also Leute, das waren mal wieder die Paulberger Limo-Shorts. Ich würde sagen, wir werden in ein paar Monaten mal wieder auf Shorts reagieren. Also macht gerne neue Videos. Ich werde es wieder abchecken, Leute. Und dann würde ich sagen, lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Cramix.